Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen sogenannten Cozy Game, nämlich The Star Named Eos. Ich schau mal eben nach den Einstellungen und dann hören wir uns direkt wieder. Ja, ich habe jetzt alles soweit eingestellt, hoffe, dass das von der Lautstärke okay ist. Ich weiß nicht viel über das Spiel, aber es ist wohl so, wie ich das gelesen habe, alles handgezeichnet und ich liebe ja solche Spiele, deswegen fangen wir einfach mal an. Day. Day. Have you ever looked forward to opening your eyes? Achso, ich kann schon was machen. Also was ich wohl weiß, dass man wohl... Ich weiß nicht, kann man hier irgendwas mitmachen? Ah nee, man kann das Bild nur bewegen. Aber dadurch, doch, dadurch geht das Weiße dann weg. Man soll wohl die ganze Jahreszeit, glaube ich, drin haben. Oder war das jetzt ein anderes Spiel? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Im Moment sehe ich alles nur das Gleiche. Oh, Moment. Ah, wir sind noch klein anscheinend. Und noch an der Hand von unserer Mutter, so wie es aussieht. Have you ever looked forward to the thing you've been chasing? Only to find it right in front of you? You see, everything shines. Everything. When you gaze at the stars also gaze at you. They do not fade away just because you close your eyes. Nor will they be dimmed by fleeting clouds. Just open your eyes, and you'll see shooting stars full of wishes. Day, are you asleep? Das Zimmer ist etwas dunkel. Am besten mache ich die Tischlampe an. Kann ich mich? Ich kann mich nicht mit den Tasten bewegen. Ich kann mich tatsächlich nur im Raum umsehen. Okay. Was ich erzählt habe, ist natürlich Quatsch. Also das hat nichts mit Jahreszeiten zu tun. Das war ein anderes Spiel. Aber es geht unter anderem, jetzt ist es gleich viel heller, es geht unter anderem darum, dass wir hier Rätsel lösen müssen und dass wir natürlich auch ein storybasiertes Spiel haben. Ein Brief adressiert an mich. Foto eines Zugfensters. Du wirst sicher ein besseres Foto hinbekommen. Mama. Ein ähnliches Motiv habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wahrscheinlich gemalt oder so, nehme ich an. Oh. Mein lieber Day. Ach so, wir sind gar kein Mädchen. Ich dachte jetzt Day... Steinig mich nicht, hört sich so weiblich an. Wie geht es dir? Während meiner Reisen denke ich immer nur an dich. Als Fotografin ist es mein Job, die Schönheit mit der Linse einzufangen. Ich weiß, dass du mehr Talent hast als ich, Day. Aber ich bin sicher, dass du schon bald noch mehr Schönheit in dieser Welt entdecken wirst. Alles, einfach alles um uns herum erstrahlt im hellen Schein. Wenn du zu den Sternen hinaufblickst, blicken die Sterne auch auf dich herab. Sie verschwinden nicht, nur weil du deine Augen schließt. Sie verblassen auch nicht, nur weil eine Wolke vorüberzieht. Du musst nur deine Augen öffnen und du wirst Sternschnuppen voller Wünsche sehen.
Ich schreibe diesen Brief während der Zugfahrt zu meinem Reiseziel. Die roten Vorhänge und Blumen stehen in einem schönen Kontrast zum Grün der Wiesen draußen. Ich wünschte, du wärst hier bei mir, um es zu sehen. Alles Liebe, Mama. Ob Mamas Reise gut läuft? Okay, das ist jetzt der gleiche, ne? Ja. Hier können wir... Das Ding ist kaputt? Ach nee, das ist nicht kaputt, das ist ein Pfeil. Okay, also das ist schon mal das Erste. Das haben wir dann quasi im Gedanken gesammelt, so wie ich das hier verstehe. In dieser kunstvollen Spieldose schlummert die Melodie meiner Erinnerung. Die hat aber ich kann ja auch nichts machen. Wie nennt sich das? Nicht Rädchen. Ah, der hat doch, da ist ein Knopf. Aber benutzen kann man ihn trotzdem nicht. Unten kann man auch nichts anklicken. Vielleicht kann ich ja eines Tages meine eigene Fotoausstellung veranstalten. Ja, das wäre natürlich schön. Können wir hier... Achso, wir können es so bewegen. Mein lieber Day, alles Gute zum Geburtstag. Sieh dich um, wenn du aufmerksam bist, wirst du feststellen, dass die Welt voller Überraschungen ist. Rate mal, was ich dir besorgt habe. Etwas, was du schon immer haben wolltest. Alles Liebe, Mama. 0524. Ich hoffe, das ist jetzt kein Code. Haben wir das hier oben drin? Können wir das... Nee, können wir nicht nochmal angucken. Schade. Hier können wir generell... Doch, hier ist noch was. Eine leere Schublade. Ich habe mich immer darauf gefreut, von Mamas Geschichten vorlesen zu können. Von Mama Geschichten vorgelesen zu bekommen. Mann. Okay. Ist aber kein Text drin. Hat sie sich dann ihre eigenen Geschichten sozusagen ausgedacht? Nehme ich mal an. Okay. Ging es darum, dass sein... Ja, es ging darum, dass sein Hintern erst nicht am Leuchten war und dann hat er sich konzentriert, hat es geschafft. Und dann hat er die anderen gefunden. So verstehe ich das jetzt hier. Okay, können wir aber nicht mitnehmen. Also können wir es auch wieder... Nee, das war jetzt die Schublade. Wieder zumachen. Habe ich diese Form nicht irgendwo gesehen? Okay, die kann man anklicken. Eine Blumenform. Ich freue mich schon darauf, mit Mama Sterne gucken zu gehen. Ich wollte eigentlich hier rausgehen. Ich wollte jetzt nicht... Oh, aha. News. Ich nehme mal an, das sind die vier Himmelsrichtungen. Was kann man denn hier... Ah, okay. Bleibt das drin, wenn ich rausgehe? Das bleibt drin. Also oben hätte ich ein Pentagramm. Die Frage ist nur, ich sehe jetzt hier keine anderen Zeichen irgendwo davon. Oder ist das die Anordnung der Zimmer vielleicht? Das könnte natürlich auch noch sein. Eine Topfpflanze macht jeden Raum lebendiger. Ja, das stimmt. Leider ist bei mir immer das Problem, sobald ich irgendwelche Pflanzen habe, kommen irgendwelche Schädlinge raus. Also... Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, die Pflanzen verkaufen, aber ich habe irgendwie immer Pech. Also sobald ich eine Pflanze kaufe und die mal eine Woche oder so hier steht oder ein paar Tage, dann ja, sind halt immer Schädlinge drin. Oh, okay.
Meine Ausrüstung. Im Tresor ist mein Geburtstagsgeschenk von damals. Ich kenne den Code. Ja, das ist ja toll. Ich nicht. Hat das irgendwas mit diesen vier Zahlen zu tun, die wir hier... War das hier? Nee, das war das mit dem roten Kontrast. Mist, wo hatte ich das gelesen? Das war hier auf der Karte, oder? 0524. 0524. Ich hätte jetzt sonst gesagt, dass das sein Geburtsdatum sein könnte, aber 0524 ist natürlich kein Datum. Ah, aber das funktioniert. Ah, schau mal. Der Norden ist ein Stern. Okay. Und was ist mit denen? Taschenkompass. Er funktioniert nicht, weil einige Teile fehlen. Einige der Muster sind auch abgegriffen. Ah, die müssen wir dann suchen, nehme ich mal an. Also der Norden ist auf jeden Fall ein Stern. Kamera. Damit kann ich jeden beliebigen Moment im Leben einfangen. Sehr schön. Achso, geht automatisch raus. Ja, ja. Ach, komm. Ich muss das mal eben einstellen. Wieso wird man dann unterbrochen? Ich hoffe, dass die Kamera, die ich von Mama bekommen habe, noch gut funktioniert. Ja, kann ich jetzt raus? Hallo? Och, Leute. Soll ich ein Fensterbild machen? Echt jetzt? Linke Maustaste? Nee. Achso, damit kann ich scrollen. Das soll es heißen. Ja, bis... Ah, bis das weiß ist. Okay, verstehe. Kann ich jetzt endlich den Stern eingeben, bitte? Weil sonst kann ich mich nicht auf diese Sache hier konzentrieren. So, danke schön. Das ist, glaube ich, der richtige Stern, ne? So. Auf dem... Ja, auf dem schlossenen Buchstaben, das ist klar. So, dann können wir jetzt mal hier gucken. Damit kommen wir dann in die Kamera rein. Und hier können wir uns... Oh, 1 von 80 Bildern. Okay. Ich hoffe, der sagt uns immer an, wenn wir ein Bild machen sollen. Diese Holzfamilie scheint jemanden zu vermissen. Ja, es ist ja auch keine Holzfamilie, es ist nur eine Person hier drauf. Dann geht wahrscheinlich unten das Kästchen an, nehme ich mal an. Hm. Halt. Dum, dum. Ich mag das irgendwie. Obwohl sich das so ein bisschen wie im Horrorfilm anhört, aber... ein Albtraum, was? Ach, ein Albtraum, ein Album für meine ersten, ich darf es nicht weiterlesen, okay. Wahrscheinlich die ersten Besuche mit der Mutter oder so. Ach ja, er ist ja ein Junge, ich vergesse das immer wieder. Ich will immer aus ihm ein Mädchen machen, Mann, weil ich halt eine Frau bin und kein Mann bin. Moment, da kann man, nee, da kann man nicht, da kann man umblättern, okay. Das sind wahrscheinlich beide Elternteile, nehme ich mal an. Mich würde jetzt auch mal interessieren, was mit meinem Vater ist. Lebe ich bei meinem Vater? Ist der irgendwie gestorben oder so eventuell? Ich weiß es nicht. Nein. Ach, Leute. Auf jeden Fall sind wir sehr mit den Sternen verbunden. Das haben wir schon festgestellt. Das sieht mir so ein bisschen aus. Ja, wie so eine Karte vielleicht als Besuch zu so einem... wie heißen diese, wo man so Sterne beobachten kann hier, diese Planetarium. Da ist ein Koffer, also nehme ich an, dass die da irgendwo hingereist sind. Oder Mama ist alleine gereist, man weiß es nicht. Das kann sein, dass wir da irgendwo geflogen sind, wandern gegangen sind. Zumindest sehen die so aus. Oha, was haben wir denn hier? Fetzen einer Buchseite, darauf sind niedliche Charaktere. Warum? Es sah so aus, als ob ich die drehen konnte, aber anscheinend nicht. Okay. Kann man das nehmen? Nee. Scheint dann die letzte Seite zu sein. Na gut. Was zur Hölle? Ah, okay. Das kann man... Dann kann ich die doch einfach alle rausziehen, oder nicht? Dann fallen die runter und dann? Diese Knobelbox habe ich selbst gebastelt. Ich hatte immer Spaß dran, die Sterne aufzuräumen. Achso, die Sterne müssen nebeneinander sein.
Wenn ich jetzt loslasse, fällt es runter. Okay. Das ist logisch. Das heißt, ich muss das hier quasi... kann man das nicht noch ein Stück? Hallo, ich will das ganz... Hallo. Lass mich doch das andere da reinschieben. Ach so, das ist schon... Ach, ja, ja, okay. Okay, okay, sorry. Ich habe nicht mitbekommen, irgendwie, dass das schon ganz reingeschoben ist. Das heißt mit anderen Worten, dass ich den... Ah, so, da müsste ich die... da müsste ich die in die Mitte vermutlich... Wie kann ich das jetzt nochmal drehen? So. In die Mitte stapeln, nehme ich mal an. Ja, das ist gut. Die Frage ist jetzt nur... Nö. Ja, doch, 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 ist schon... Hä, wieso fällt das nicht runter? Hä? Wieso fällt das nicht runter, wenn das raus ist? Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Oder geht das nur darüber, wenn ich das hier mache? Und sobald ich das jetzt... Dann geht das wieder zurück, ne? Das ist ja blöd gemacht. Das ist ja gemein. Direkt das erste Rätsel hier. Das verkacke ich total. Och Mann. Ich gehe aber davon aus, dass die in der Mitte, gedingst werden müssen. Nebeneinander liegen müssen. Ich könnte das ja theoretisch auch so machen. Aber wenn ich das jetzt... Geht der dann nach da unten oder nicht? Nee, weil der bewegt sich hier. Ach. Ach, die sind festgeschraubt, oder? Okay, aber die sind nicht festgeschraubt, oder? Die sind doch eben runtergefallen. Die sind runtergefallen. Okay. Okay. Ja, Moment. Dann muss ich komplett anders daran gehen. Muss ich nur mal eben überlegen. Also die müssen auf jeden Fall dann in der Mitte sein. Allerdings müsste ich den dann dahin kriegen. Die Frage ist, fällt der da runter, wenn ich das hier ganz rausziehe? Der fällt runter. Der fährt nicht runter, aber fällt runter. Okay, das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Gut, dann machen wir das hier erstmal zu. Ach so, die Mitte kann ich... Doch, kann ich doch frei machen. Machen wir das zu. ich hab's von Anfang an jetzt versaut, oder? Weil ich das... Moment, ich gehe nur mal eben raus. Ich hoffe, das wird dann resettet. Ja, ja. Aber nicht so, wie ich gehofft habe. Okay, aber ich weiß zumindest schon mal, dass das Ding jetzt fest ist. Das ist, war mir vorher irgendwie nicht so klar. Die Frage ist, hier steht, die Sterne aufzureihen. Würde das reichen, wenn ich das hier so quer mache? Eventuell? Das müsste doch eigentlich, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Keine Ahnung. Moment, das wieder zu. So. Und so. Dann müsste ich das mit dem aber eigentlich tauschen. Das heißt, den, ja doch, den nach oben und das andere, das müsste ja klappen. Wenn es sich denn drehen lässt, heißt das. Okay, dann das komplett hoch. Wenn es so gemeint ist. Ich weiß ja nicht, ob man die überhaupt so machen darf. Das ist jetzt die große Frage.
Also ob das so das Ziel ist, die so quer zu machen. Ah ja, okay. Es ist... Ah, Kurbel. Genau, Kurbel kam ich nicht drauf. Auf der Kurbel sind ausgefallene Schnitzereien. Ach, ist ja schön. Ich hab doch dich beim ersten Rätsel verkackt. Ich bin so glücklich. Okay, kann man die... Nee, man muss die erst anklicken oder so wahrscheinlich, ne? Kurbel, ja. Muss ich die ziehen? Ah, ich kann die ziehen, okay. Macht er das jetzt? Das macht er automatisch. Ah, sag bloß, das ist das Männchen. Wie viele Tiere waren denn da drin, dass das Männchen jetzt erst rauskommt? Holzpuppe eines Jungen. Er sieht ein wenig einsam aus. Kann ich nichts für. Du hast dich da drin versteckt, Kleiner. Ach, das bin ich? Ach, okay. Dann ist das, ja. Da ich ja eine Frau bin, habe ich das immer irgendwie mit mir assoziiert. Zumal ich dazu sagen muss, dass ich auch leidenschaftlich gerne fotografiere. Ich habe auch einen eigenen Fotoblog und alles. Aber... Klar, das ist natürlich meine Mutter. Fanposter. Ich sollte es irgendwo anbringen. Fichter. Okay. Ich sollte es irgendwo anbringen. Ah, da. Bestimmt, oder? Nee. Ich sollte es da anbringen. Jetzt ist die Wand voller Erinnerungen. Toll. Sollen wir davon auch noch ein Bild machen, nehme ich an. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mach's mal einfach. Oder muss ich die ganze Wand machen? Der hat ja gesagt, die... Oder er hat gesagt, die Wand ist voller Erinnerungen. So. Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, was meine Aufgabe ist mit den Fotos. Ich hoffe, man kann mehr als 80 machen. Das haben wir uns schon angeguckt. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt in das andere Zimmer gehen. Ah, nee, hier oben, da können wir noch gucken. So viele Orte, an denen ich noch nie war. Ja, ich nehme an, dass das jetzt nicht gut ist für eine Erinnerung, ne? Wie kann ich denn... Ah, oder? Auf diesem Foto sehen wir alle so fröhlich aus. Das ist schön, aber ich wollte da hingehen. Kann ich mit dem Pfeil testen, aber auch nicht. Ich kann mich ja nicht bewegen. Hallo? Hilfe, ich bin in diesen Raum gefangen. Ja, ich weiß. Ich will aber da hinten hin. Hallo? Wollt ihr mich veräppeln? Ich weiß, dass ich hier die Rätsel noch nicht alle gemacht habe, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich dafür den anderen Raum brauche, oder nicht? Muss ich davon vielleicht nochmal ein extra Foto machen? Dieses Lied hat Mama immer gesummt, als ich klein war. Es ähnelt dem Foto, das Mama mir geschickt hat. Ob ich ein besseres Foto geschossen bekomme? Ja, nicht, wenn ich nichts habe, was ich hier reintun kann. Alter! Oh mein Gott. Also besser ist das Foto nicht, wenn ich das so mache. Kann ich hier wieder rausgehen? Ja. Aber ich habe ja auch keine Vorhänge und nichts. Ich kann ja nichts machen. Das ist das Problem. Ich habe ja schon alles ausgeräumt, was ging. Die Blume. Hier war keine Blume drin. Ah ne, da können wir gar nicht erst gucken. Eine Blume mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blättern. Um den Stern. Aber das ist nur Zufall, oder? Da steht News drauf.
Ich bin jetzt am Gucken, ob ich hier gerade irgendetwas hinkriege, womit ich den letzten Code da noch geknackt kriege. Beziehungsweise eigentlich haben wir ja zwei Codes. Moment, ist da eine Blume? Nee, das ist eine Sonne. Aber haben wir hier vielleicht eine Blume drauf? Eine gezeichnete Sonne. Ist auch keine Blume drauf, ne? Rechts, unten, links, schräg, oben, links. Rechts, unten, links, schräg, oben, links. Mich wurmt das, dass ich jetzt hier nicht mal rauskomme. Kann man da irgendwas? Ne, ist aber auch nichts drauf zu sehen, ne? Da ist halt dieses. So ein Karo-Zeichen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. Ach doch, da ist ein Karo-Zeichen drauf. Also wenn Norden links war, dann müsste das Karo-Zeichen ja hier sein, im Westen, oder? Steht. Oh, da sind noch mehr. Das steht aber nicht für Sterne. Moment, dann müsste theoretisch das hier sein. Oder auch nicht. War jetzt nur ein Versuch, weil wo hatte ich das jetzt? Ich bin mir gerade. Nee, hier ist. Doch, hier war der Kompass. Ach so, Kompass, Moment. Fehlt auch in der Mitte noch ein Teil. Wirst du sicher besser hinbekommen. Niedliche Charaktere. Kann ich auch nicht umdrehen oder so. Moment, das Buch? Das Buch haben wir doch gelesen. Das Buch soll auf den Kopf gedreht werden, wenn der einem Wurm begegnet oder so. War das da rausgerissen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Wo habe ich das Buch denn jetzt gesehen? Mama hat mir immer vorgelesen. Das war aber nicht da hinten, das. Das war nur der Code. War doch hier drin. Das, was ich suche, finde ich aber nicht. Man kann es auch nicht kombinieren. Da ist ja auch nichts raus. Oh, Moment, die Blume rechts? Alter, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Also links oben, rechts oben, links unten. Links oben, rechts oben, links unten. Habe ich das jetzt richtig? Links oben, rechts oben, links unten. Verdammt. Entweder habe ich nicht alles gesehen oder ich habe es jetzt falsch. Moment, ich muss mir das mal eben aufschreiben. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf dann habe. Also, sind wir jetzt ganz vorne? Natürlich nicht. Haben wir hier was drauf? Hier haben wir nichts drauf.
Ach, und die meinen, Moment, Moment, die meinen wahrscheinlich, dass wir diesen Code aber nehmen sollen und auf den Kopf stellen sollen, oder? Also wir haben erstmal links oben. Dann haben wir rechts. Dann haben wir oben. Und dann haben wir links unten. Das hatte ich auf jeden Fall richtig im Kopf. So, jetzt gucke ich nochmal, ob hier noch irgendwas dahinter ist, wo auch was drauf ist. So, da ist sonst nichts mehr. Okay. Jetzt nochmal für ganz Doofe wie mich. Also, wir sollen das komplett auf den Kopf stellen. Das heißt, wir haben dann rechts unten, links unten und rechts oben. Oder? Also ich meine ja. Moment, Moment. Ich bin da gerade etwas Großem auf der Spur. Also wir haben rechts unten, links unten und rechts oben. Äfft euch doch. Oder müssen wir, Moment, oder müssen wir die hintereinander eingeben vielleicht? Das kann natürlich auch sein, weil das ja der zweite Teil ist. Das heißt, wir fangen an mit links oben, rechts, oben, links unten. Und dann mit rechts unten, links, unten, rechts oben. Ah! Das macht mich wahnsinnig. Müssen wir noch ein zweites Buch finden oder wieso? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe jetzt beides ausprobiert. Können wir das Buch drehen? Auch nicht. Können halt nur die Seiten hier. Das Gegenteil. Von links oben ist rechts unten. Das Gegenteil von rechts ist links. Wobei, wenn man das... Ja doch, wenn man das einmal auf den Kopf umdreht, doch, doch, dann ist das links. Wenn man das auf den Kopf umdreht, dann ist das Gegenteil unten. Und wenn man das auf den Kopf umdreht, ist das Gegenteil rechts oben. Moment mal. Ja, grün muss gedreht werden. Also war das richtig, was ich gedacht habe. Weil die haben nämlich alle das Grüne oben. Kann das sein, dass nur das letzte gedreht werden muss, aber die davor nicht? Weil hier ist nirgendwo... Also beziehungsweise das... Die letzten beiden müssten dann gedreht werden. Das würde dann heißen, wir haben links oben, rechts. Und wenn dann die letzten beiden gedreht würden, wäre das dann unten und rechts oben. Können wir auch mal ausprobieren. Ich kacke jetzt hier am zweiten Rätsel ab. Ich liebe solche Sachen. Links oben, rechts. Und dann das Gedrehte wäre unten und rechts oben. Funktioniert auch nicht. Ihr macht mich wirklich wahnsinnig. Es ist eigentlich ein Spiel, ich habe mal nachgeguckt, von ungefähr 2 Stunden. Aber mir kann keiner sagen, wenn ich jetzt schon eine halbe Stunde aufnehme, dass die Leute nicht gewusst haben, was es war, also worum es da ging. Was ist denn, wenn ich da ein Foto, kann ich da ein Foto von machen? Ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwas bringt, aber nee, kann ich aber kein Foto von machen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Also das ist die, das ist oben grün, unten gelb, genauso wie in der Vorlage. Hier steht drin, dass es gedreht werden soll. Soll das jetzt um ein Viertel gedreht werden oder komplett? Ich verstehe es so, dass man es auf den Kopf drehen soll. Und, ne, das haben wir jetzt alles schon gemacht. Deswegen werde ich gerade wahnsinnig. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, okay, da wollte ich nicht rein.
Norden, Osten, Süden, Westen. Keine Ahnung. Also ich begreife es gerade wirklich nicht. Moment. Nein! Och, ich bin so dämlich. Oder? Moment, wenn ich das jetzt... Also, das gehört dazu. Wieso habe ich jetzt die ganze Zeit geblättert und habe das nicht gesehen? Ich klein doof hier. Das heißt, ich müsste das dann aber nicht drehen, oder wie? Moment. Dann hätten wir links oben, rechts. Oder soll ich das als einziges drehen? Links oben, rechts. Dann hätten wir das nach unten. Und das letzte. Nee, das ist aber das, was ich mir aufgeschrieben. Nee, Moment. Ich hatte aufgeschrieben nach rechts oben. Ja, weil ich das als... Moment. Weil ich das nämlich als... Och, was bin ich heute doof, wenn das jetzt funktioniert, ne? Links oben, rechts, unten. Ja, äfft euch doch. Ey, das ist nicht euer Ernst. Origami-Blumen, die habe ich zum Muttertag gebastelt. Okay, also die könnten wir, aber wir haben noch immer noch keinen... Für meine Lieblingsschätze, okay. Dann können wir da die Blumen reinmachen. Das ist ja auch schön, aber wir haben ja immer noch kein Dings hier, keinen Vorhang. Ob ich ein besseres Foto hinbekomme? Ja, das kennen wir. Frage ist nur immer noch, weil wir hier nicht raus können, was machen wir hier unten mit? News. Oder hat das jetzt wirklich was mit News zu tun? Das glaube ich nämlich eher nicht. Ich denke eher, dass das wirklich mit dem Kompass hier zu tun hat. Weil da halt eben auch... Ach so, Moment. Norden? Norden ist der Kompass. Der war links von uns. Das heißt, der Osten müsste theoretisch das... Ah nee, habe ich ja auch reingemacht. Das Symbol haben. Aber der Westen ist logischerweise auf der anderen Seite. Ich weiß gerade nicht mehr, woher ich das Symbol hatte. Aber es funktioniert so auch nicht. Schade, hätte ja klappen können. Ach so, doch, von dem Bild hatte ich das, ne? Das heißt, das wäre der Osten. Das wäre dann das Bildsymbol. Das heißt, ich müsste hier auf der Seite theoretischerweise noch ein anderes Symbol finden. Aber hier ist keins. Das sind nur die Sterne. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das könnte vielleicht noch ein Symbol sein. Das wäre dann der Süden. Das Problem ist halt, Sterne haben wir hier nicht. Dann hätte ich nur das eine. Nee, Moment. Das wäre der Norden. Das wäre dann der Westen.
Ach so, ja, der Westen steht ja auch hier. Ja, okay. Ist das denn das richtige Symbol? Aber das ist. Muss ich das vielleicht erst fotografieren oder so? Das glaube ich aber auch nicht. Keine Ahnung. Dann würde uns aber immer noch das Symbol hier fehlen. Theoretischerweise müsste das doch irgendwas damit zu tun haben. Aber ich kann davon. Moment, kann ich davon ein Bild machen vielleicht? Das wäre nochmal ein Stern, oder? Ich habe da jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, dass das eventuell zweimal das gleiche Symbol sein könnte. Ja, hier ist auch ein Stern. Der Stern mit der Erinnerung. Aber es müsste ja von selber aufspringen, oder? Hier würde ich ganz eindeutig sagen, das ist das mit diesem Karo. Gibt es da noch ein anderes mit Karo? Naja. Da oben ist auch nichts drin, ne? Also das Einzige, was wir wirklich wissen, das ist der Stern. Das andere sind halt Vermutungen, was wo ist. Wir haben hier oben haben wir noch das eine. Das Pentagramm. Kann man das irgendwie. Sagt er auch nichts zu, ne? Das. Also, dass das Pentagramm da reingehört, da gehe ich. Moment. Moment. Hier oben ist noch ein Dreieck. Aber ich dachte, dass das. Jetzt wird's interessant. Wenn. Wenn das vielleicht gar nicht der Norden ist. Oder ist es einfach nur egal? Moment, steht da irgendwas drüber, was das. Steht nicht drüber, was das ist, ne? So viele Orte, an denen ich noch nie war. Ach, hier ist auch nochmal das Dreieck drauf, sehe ich gerade. Ja, aber wie soll man die Reihenfolge dann rausfinden? Also irgendwie muss das Dreieck da drin sein. Dafür habe ich das Pentagramm jetzt wieder rausgemacht. Da, das Pentagramm und das. Kann ich jetzt nur raten, ne? Wir können jetzt mal die letzten beiden vertauschen. Also hätten wir Pentagramm und das rechte. Alter! Warum? Ich wollte jetzt mit euch die ganzen Kombinationen durchgehen, wenn ich ehrlich bin. Vorhänge. Diese hier sehen aus wie die Vorhänge von Mamas Foto. Vielleicht sollte ich sie aufhängen.
Ja, das ist ja auch alles. Aber woran? Hier unten war ja der Kompass drin. Das heißt, die Seite war für mich klar mit einem Symbol. Ach, oder weil das rechts war? Moment, ich hatte jetzt das Pentagramm. Kann man das noch sehen? Nee, leider nicht. Das ist aber auch ganz rechts. Und das wäre im Norden angebracht. Ich verstehe es. Also, warum die Reihenfolge, bin ich ganz ehrlich, ich verstehe es absolut nicht. Das war jetzt, ja, ich weiß, das war jetzt echt Zufall, dass das jetzt geklappt hat. Nein, ach, ich will da nicht. Ja, geh raus, Mann, ich will doch nur ein Foto machen. Es wird zwar nicht schöner, aber es hat seinen eigenen Charme. So. Es sieht nicht wirklich aus wie Mamas Foto. Ja, weil das Bild im Hintergrund nicht hängt. Aber wir haben kein Bild, oder? Wir haben zumindest nichts, wo wir noch irgendwie was herholen können, oder? Die Karte können wir auch nicht abhängen. Ich hätte jetzt da das Bild rausgenommen, aber. Kann man auch nichts machen, ne? Nimmt er auch nicht an. Ich hätte sonst, aber man kann halt jetzt auch kein Bild davon machen und dann. Ich kein Poster oder so mit irgendeinem Bild? Hm. Ich habe hier so viele Fotos und alles, ne? Aber ich habe hier tatsächlich nichts, was ich irgendwie benutzen könnte. Ich merke zum ersten Mal, dass hier ein Geheimfach ist. Aha. Aber jetzt bin ich total überfragt. Was soll ich denn da jetzt drücken? Oben rechts vielleicht. Kann das sein? Ihr seid doch miese Kerle. Kann ich auch nichts öffnen, ne? Während der Zugfahrt. Ja. Jedes Mal denke ich, da kommt ein Hinweis rein oder sowas. Das hat auch nichts mit den Bildern hier zu tun, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theoretischerweise könnten 8 daran hängen. 8 und 2 Reihen. Achso, ne, sind 3 Reihen. 4, 5, 6, 7, 8. 8 und 3 Reihen. Oder gilt das als oberste Reihe? Moment, das muss ich mir mal eben abzeichnen, weil
Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, muss ich dazu sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Muss ich noch eins dran machen? So, dann haben wir. Ich weiß nicht, wo das untere zugehört. Ich denke mal. Eins, zwei. Da sind welche drauf. Und das ist eins, was noch nicht entwickelt ist. Und da sind zwei Bilder zu sehen. Und unten, ja, unten kann man es halt nicht so richtig sehen, ne? Unten sind drei. Aber die sind auch. Ja, ich weiß es nicht. Die Kästchen hier kann man auch nicht nehmen. Hier ist ja auch nichts anderes drauf, ne? Da ist jetzt nur. Vielleicht hält das Zimmer noch Überraschungen parat, die ich bisher noch nicht gemerkt habe. Tja. Schön, dass dir das auch mal auffällt. Ja, aber das hilft uns auch nicht weiter. Es ähnelt dem Foto, das Mama mir geschickt hat, ob ich ein besseres Foto geschossen bekomme. Ja, kann ich nicht, weil ich halt im Hintergrund nichts habe. Und hier das Foto, das hat halt. Moment, da stehen die Blumen auf der rechten Seite. Ist das wichtig? Weil die konnten wir ja bewegen. Jetzt sieht es aus wie Mamas Foto. Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dear Day, Nein. I've always believed that seeing it gives it reality. If you see something and experience it as beautiful, there is beauty. Gleiche Aussicht hatte Mama auch. Mein Foto eines Fensters. Ja, nicht wirklich, ne? Die roten Vorhänge und Blumen stehen in einem schönen Kontrast zum Grün der Wiesen draußen. Diese Aussicht hat Mama damals auch gesehen. Ach so, oder bin ich jetzt in dem. Ich bin jetzt in dem Zug? Ach so. Okay, ich kann anscheinend nur das anklicken. Foto von leckerem Essen. Naja, gut, sind Sandwiches, ne? Und Kaffee. Fühle jeden Moment im Leben mit deinem Herzen, Mama. Ich kann es beinahe riechen. Ach so, ist ein Brief bei. Mein lieber Day, die Kamera, die ich dir gegeben habe, ist die beste, die ich jemals hatte. Sie muss auch so gut sein, um mit deinem Talent mithalten zu können. Gerade bin ich in einer großen Stadt voller Leben. Wenn ich Pause mache, komme ich oft in dieses Café, um am Fenster zu sitzen und die Passanten zu beobachten. Mit deinem Talent, Schönheit einzufangen, könntest du hier sicher tolle Fotos machen. Ich habe gerade so ein ganz übles Gefühl. Ich war immer der Meinung, dass das, was man sieht, die Realität ausmacht. Wenn du etwas siehst und es als schön empfindest, ist es Schönheit. Aber was noch viel wichtiger ist, das Essen hier ist absolut spitze. Ich hoffe, wir können es eines Tages gemeinsam genießen. Ich freue mich auf den Tag, den wir uns versprochen haben. Alles Liebe, Mama. Und Leute, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass unsere Mutter verstorben ist und wir deswegen so diese Reise der Erinnerungen, sage ich mal, machen. Wohin dieser Zug wirklich fährt. Jetzt kann ich auch die Sachen hier. Etwas, womit man sich die Zeit vertreiben kann, ist auf Reisen ein unerlässlicher Begleiter. Ach so, der muss dann quasi da ins Loch rein, ne? Das hier ist fest. Das da oben ist auch fest. Moment. Achso, da unten ist auch noch so eins. Das ist auch fest. Das. Aha! Es ist ja alles fest hier, Leute.
Ja, das ist ja toll. Ach, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, was ich wo drin haben muss, ne? Also der hier, der, ach so, der ist auch fest. Das heißt, der muss auf jeden Fall irgendwie runter mit dem hier wahrscheinlich. Müssen wir irgendwie erstmal gucken, dass wir den da rauskriegen. Weil sonst geht das Ganze hier nämlich gar nicht. So. Nee, das geht nicht. Ich habe doch gar keinen, der nach unten. Doch, da hinten ist einer. Kann ich den dann anklicken oder so? Ich weiß nicht, ob der da jetzt wirklich rausfährt. Ich hoffe mal. Also der würde dann hier und dann theoretischerweise. Nee, nach links kann ich nicht mehr, ne? Das heißt, eigentlich würde es sogar reichen. Oder auch nicht, weil ich nichts habe, was ich damit verbinden kann. Wieso geht der nach oben? Das würde dann heißen, dass wir den hier unten bräuchten, aber das ist dann noch total unlogisch. Ich muss den ja erstmal hier rauskriegen. Anders geht's ja nicht. Und da die ja fest sind, die kann ich ja nicht bewegen. Kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Nee. Da ich den aber jetzt auch nicht bewegen kann, muss ich diese beiden auf jeden Fall wegnehmen. Das heißt, ich muss zwangsläufig. Der geht nach oben, obwohl da unten ist einer, der noch nach rechts geht. Ich muss tatsächlich das ganze Teil verwenden, oder? Moment mal. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt gerade hier ist. Das heißt, ich müsste das so machen. Müsste da dann eins haben, was runtergeht. Frage ist jetzt, muss ich das jetzt nach unten schieben? Muss ich erstmal gucken, das muss so gehen. Und dann muss ich zwangsläufig das nach da machen. Den brauche ich hierfür und den daneben. Das heißt, ja, das heißt, den. Muss ich dann nach unten kriegen, so. Das Dumme ist nur, die muss ich jetzt tauschen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie geht, indem ich das jetzt hier. Nee, natürlich geht das nicht. Ach so, Moment, doch, ich könnte hier so. Ich muss das nach unten haben, ne? Das heißt, das war jetzt doof, was ich gerade gemacht habe. Nee, Moment. Das muss ich nach unten haben. Oh Gott, ich mache mir das gerade wieder alles kaputt hier. So,
So, das muss ich hier haben, aber den Teil muss ich hier runterkriegen. Genau, das wieder zurückschieben. Oh, Leute! Ich liebe zwar solche Rätsel, aber es dauert auch immer ein bisschen länger. Lupe, der Teufel steckt immer im Detail. Was sagt uns das jetzt? Was bringt uns das jetzt? Ein Ticket oder was? Ein leerer Magen reist nicht gern. Aha. Und nun? Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Was ist das? Die Welt ist so gewaltig, dass sie alles klein und unbedeutend erscheinen lässt. Kann ich nichts machen? Sandwich, Wong-Coupon. Wo kriege ich die her? Der Koffer trägt Spuren einer langen Reise. Nein, nicht schon wieder. Ach, kommt. Also, wir haben X, Q, unendlich. Wir haben theoretisch da hinten schon wieder so ein Zeichen. Aber gut, das ist wahrscheinlich eher Zufall, nehme ich mal an. Sonst sehe ich da auch kein weiteres Zeichen. Eins, zwei, sieben, D. Mann, ich hänge hier immer im falschen Bild drin mit meinem Mauszeiger. Hier ist eine unscheinbare Schublade. Öffnen kann ich sie aber nicht, oder? Das klappt so nicht. Das sieht wie im Foto aus, das Mama mir geschickt hat, aber irgendwas fehlt. Ja, das Essen. Oder was meint er jetzt? Hier dieses Foto, ne? Das Foto soll man wahrscheinlich nachstellen, nehme ich mal an. Das heißt, wir brauchen halt zwei Sandwiches und einen Kaffee. Soweit kann ich noch folgen, sagen wir es mal so. Also. Das Ding funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur, wenn wir hier irgendein Ticket natürlich hinlegen. Das Ticket haben wir aber nicht. Warum sieht das so aus? Nee, es ist nicht kaputt. Oh, den können wir benutzen. Ob hinter der Wandleuchte etwas versteckt ist? Wie hinter der Leuchte? Nein. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Oh, okay, was kriegen wir jetzt hier? Eine Gabel. Gedeck. Ohne ist keine Mahlzeit komplett. Wie war denn das Foto von
Ah ja, okay, da war auch eine Gabel drauf. Na gut, okay. Wir müssen trotzdem immer noch. Die Welt ist so gewaltig, dass sie alles klein und unbedeutend erscheinen lässt. Eins, zwei, drei, vier Punkte. Moment. Kann es sein? Nein! Moment, der Weg führt aber. Moment, das ist ein Kreis mit einem Strich. Dann haben wir hier schon den Pfeil gesehen. Das ist dann ein Stern. Ja, gut, das Ding, was ich gerade gezeichnet habe, ist jetzt nicht direkt ein Stern, aber egal. Dann ein Viereck mit einem Punkt drin und ein Endloszeichen. Okay. Dann kommen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Zumindest können wir dann den Koffer öffnen. Also, dann haben wir hier diesen Kreis. Halt, stopp, mit dem Strich. Dann haben wir den Stern. Dann haben wir dieses Viereck. Und das Endloszeichen. Haben einen Edelstahlbecher. Na gut, wir haben keine Kaffeetasse, aber theoretisch einen Edelstahlbecher. Das leuchtet auch. Thermosflasche randvoll mit heißem Kaffee. Genug für die ganze Reise. Ah! Ist da irgendwas unter den Klamotten? Vermutlich ja. Wieso kann ich das? Oh. Nicht euer Ernst jetzt, oder? Oh, shit. Das heißt, ich muss mindestens eins nach oben haben. Achso, das hält gar nicht. Das passt nicht. Kann ich die drehen? Auch nicht, oder? Wie soll ich denn dann? Ich hasse solche Rätsel. Moment. Was mir halt gerade nicht in den Kopf will. Ach so, Moment, das kann ich. Ah! Aber dann kriege ich das nicht mal runter. Ah doch, die Socken kann ich einmal. Ah! Nur jetzt kriege ich sie nicht mehr hoch. Das ist ja blöd gemacht. Also es geht aber nur über diese beiden Dinger hier. Was ist denn, wenn ich hier? Bringt ja alles nichts, ne? Wenn ich das nach unten. Ah, Moment. Wenn ich das nach unten mache, doch, das bringt doch was. Weil ich die nämlich dann unten rumziehen kann. Ah, ja. Und das runter. Aha. Und da ist ein Ticket drin. Gültig für einmal Spezialgericht des Tages. Sehr, sehr geil. Dann wissen wir natürlich sofort, was wir damit machen können. Ja, oh. Entschuldigung, ich habe es zu so schnell weggemacht. Was stand da? Ein Sandwich genau wie in Mamas Foto. Es sieht sehr lecker aus. Gut, dass man das immer noch mal anklicken kann. Kann man die kombinieren? Muss ich erst mal reingucken, ne?
Das sieht wie aus dem Foto aus, dass Mama... Ich konnte es nicht mehr lesen. Keine Ahnung. Die Gabel kommt noch rein. Das kommt noch rein. Aber irgendwas fehlt. Kaffee. Ja gut, der ist halt... Ich wollte gerade sagen, der liegt halt falsch, ne? So. Ah, sieht jetzt genauso aus wie auf Mamas Foto. Okay. Und zack. Und nun? Machen wir ein Foto. Habe ich gerade gemacht. Kommt auch kein weißer Balken. Achso, man darf es nicht sehen. Okay. Life is a journey to discover the unknown. Beauty doesn't beg for your attention. It sits and waits for you to take the first step. Mein Foto von leckerem Essen. Eines Tages möchte ich das gemeinsam mit Mama essen. Ja, wobei er redet jetzt nicht so, als ob die tatsächlich tot ist, ne? Er redet jetzt schon so, als ob der die noch wieder treffen kann. Der unwiderstehliche Duft von Speisen und die geschäftige Geräuschkulisse der Stadt. Danke, dass man das zu Ende lesen kann. Okay, wir haben einen Brief. Ein Brief adressiert an mich. Ja, an wen sonst? Foto eines Seeufers. Oha, stille, unberührte Natur. Erweitere deinen Horizont mit deinen eigenen Füßen. Mama. Muss ich das jetzt hier nachbauen? Mein lieber Day. Die Dinge durch den Sucher zu betrachten, lässt sie neu und aufregend erscheinen. Als ob du sie zum ersten Mal sehen würdest. Ich wette, jetzt, wo du auch mit der Fotografie angefangen hast, kannst du dieses Gefühl gut nachvollziehen. Ich bin jetzt an einem Ort, der umgeben ist von Bergen. Der See, an dem ich bin, ist wie ein Diamant, eingefasst in eine steinerne Krone. Um mich singen die Insekten und Vögel Mutter Natur ihre Loblieder. Das Leben ist eine Entdeckungsreise ins Unbekannte. Schönheit fordert deine Aufmerksamkeit nicht. Sie wartet still darauf, dass du den ersten Schritt deiner Reise machst. Ich hoffe, dass auch du mutig genug sein wirst, um eines Tages deinen Träumen zu folgen. Alles Liebe, Mama. Ob ich hier auch irgendwelche Spuren von Mama finde? Also, wir suchen jetzt theoretischerweise... Tja. Ein Campingbild irgendwie, ne? Das ist eindeutig eine Spur von Mama. Habe ich diese Metallbox nicht schon mal irgendwo gesehen? Nö. Es sei denn, es ist... Ja, wohl, nee, so eine Box hatte er nicht. Das war eine Schublade. Ritter, Schlange, Ruine. Oh, Moment. Ritter? 10, 11? Ritter... Soll ja auch nicht so einfach sein, ne? Deswegen nicht die Schlange direkt daneben. Oder soll... Das Kamel hat... eine andere Zahl dran. Aber das Kamel ist da gar nicht drin. Hat jemand seine Halskette verloren? Okay. Lassen wir den Ritter erstmal. Wir gucken erstmal nach der Halskette. Hallo? Das sah ganz gut aus, war es aber nicht. So. Ah, wollt ihr mich veräppeln? Ah, das ist doch doof. Das passt, ne? Kann ich jetzt die letzte... Die Frage ist jetzt nur... Das passt jetzt so auch. Das passt noch nicht. Ah, gut. Sehr schön.
Sammeln hier. Gepresste Blumen. Die gleichen Blumen wie in einem von Mamas Fotos. Stimmt, die sind unten. Okay. Also wir müssen anscheinend die einzelnen Sachen irgendwie finden. Die Lieferwagen versperrt die Sicht. Ja, das ist ja toll. Müssen wir die Viertelstunde abwarten? Muss ich jetzt tatsächlich so lange spielen? Moment, bis 17 Uhr. Wir haben aber schon 17:30, wenn ich das richtig sehe. Der Uhr fehlt ein Zeiger. Ach so. Okay. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich noch eine Schlange suche. Der Mantel kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf, wem er gehört. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn das jetzt schon Jahre her sein sollte, dass die Mutter da drin war und ich jetzt trotzdem auf deren Spuren da irgendwelche Hinweise finde, wie lange hat die das dann da gebunkert? Kompassnadel. Willst du mich veräppeln? Aber das kann man noch nicht anbringen, oder? Kann man noch nicht. Okay. Moment, Moment. Überall liegen Zettel herum. Ja, aber das ist doch das Zelt. Wäre das nicht gut, wenn wir davon ein Bild machen würden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Gemälde stellt die Wand so dar, wie der Künstler sie sieht. Also hier hätten wir 16, 13, aber das dürfte normalerweise nicht dazu gehören. Ich schreibe es aber trotzdem mal auf. 16, 13, ja, Pflanze, sage ich mal. Dann haben wir ja noch das Kamel. Pflanze. Dann haben wir auf jeden Fall 1200 für das Kamel. Oder Dromedar, was weiß ich was. Ach so, minus die Stadt oder sowas. Also ich habe das Gefühl, dass trotzdem die beiden Bilder gemeint sind. Da ist ein Kompass. Drauf. Aber das ist halt genau das gleiche wie hier unten. Da müssen wir doch eigentlich eine Schlange finden, oder nicht? Oder soll das die Schlange sein? Ich verstehe es nicht so ganz. Also wir können es mal ausprobieren. Das heißt, das wären dann die 10, 11 von dem Kamel. Das heißt, plus die, von dem Kamel, von dem Ritter, plus die, plus das Kamel, das sind 1200. Dann minus, theoretischerweise, die 16, 13 sind... Es wären aber... Nee, das kann auch nicht sein. Das sind 598. Oder soll das eigentlich alles plus sein? Das kann natürlich auch sein. Aber warum steht da dann ein Minuszeichen? Das verstehe ich da nicht so ganz. Also wenn ich das jetzt alles plus rechnen würde, dann wäre das 3824. Wir gucken mal, wenn ich denn jemals hier wieder rauskomme, gucken mal, aber es steht halt Minus drin, ne?
Nur wir haben weder eine Schlange. Das ist halt das, was ich so komisch finde. Ich probiere es trotzdem mal eben. 38. 24. Das wird es garantiert nicht sein, aber... Nee. Plus Schlange minus Ruine. Das ist ja auch keine... Das ist ja alles halt keine Schlange und keine Ruine. Das ist halt das, was mich so... Das ist toll. Die kann man aber... Ja, aber da kann man keine... Nee. Ich glaube nicht, dass das die Anzahl sein soll von den Bildern. Ich muss auch noch den Zeiger finden. Ich meine, es ist halt eine Kompassnadel, ne? Aber kann man die vielleicht auch hier benutzen? Nein, die haben doch eben noch gesagt, dass das eine Kompassnadel ist. Ich bin doch nicht doof. Moment, wann soll das bis 17 Uhr? Nee, Moment. Die dürfen da nicht stehen bis 17 Uhr. Oder wie? Moment, in der Zeit von 15:15 bis 17 Uhr. Ah! Interessiert die aber nicht. Also es dürfen keine Lieferwagen da stehen in der Zeit von 15:45 bis 5. Wir haben jetzt 15:45, interessiert ihn nicht. Hä? Jetzt haben wir 17 Uhr und er ist weg. Ah, Moment. Die Ruine hat 72, aber wir haben noch immer keine Schlange. Da sind wir aber schon mal einen Schritt weiter. Also. Plus, ich bin mir nicht sicher, welche Zahl, aber minus 72 auf jeden Fall. Das schreibe ich mal auf. Okay. Aber irgendwas fehlt. Ja, ja, es ist mir schon klar. Das kann ich dahin machen. Fehlt noch ein Boot und ein Zelt. Ich habe hier was mit einem Zelt, aber die kann ich nie nehmen. Darf ich zumindest nicht nehmen. Mit Schlange kann der aber auch nicht die... Katzen da meinen, ne? Plus Schlange. Was für eine Schlange? Hier ist nirgendwo eine Schlange. Und hier ist auch nirgendwo eine Zahl drauf. Also selbst wenn er das vielleicht meinen würde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da eine Schlange im Hintergrund ist oder so.
Ich meine, ich weiß nicht, man könnte es mal ausprobieren. Moment, also der Ritter hatte 1011. Das heißt, das wäre das Kamel. Das heißt, da müssten wir da 1200 dazuzählen. Minus 72. Komme ich hier wieder raus? Das wären dann 21,39. Ja, wir haben halt die Schlange nicht. Das ist halt das Problem. Ich wüsste echt nicht, wo wir die Schlange herkriegen sollten. Das Essen sieht sehr appetitlich aus. Ja, dann ist das... Oh. Nein! Ihr wollt mich verarschen. Ich bin voll... Ihr wollt mich doch verarschen. Alter, also die Schlange ist 1000. So. Oh mein Gott. Moment, das war jetzt einmal der Ritter. Ich muss mir nochmal kurz die Zahlen angucken. Mit 1011 plus 1000 dazu. Das sind also 2011 logischerweise. Minus, achso, da oben habe ich es geschrieben. Minus 72. Nein, nein, raus. 1939, komm. Da! Eine Schere. Sieht ziemlich scharf aus. Ja, wie Scheren nun mal so sind, ne? Also das Bild, denke ich mal, soll ich nicht damit zerschnibbeln. Aber könnte ich vielleicht das Bild zerschnibbeln? Ah. Okay, perfekt. Was nicht so perfekt ist, dass natürlich genau jetzt, während ich hier die ganze Zeit am Aufnehmen bin, meine Nachbarn plötzlich auf die Idee kommen, hier rumzubohren. Ach ja, wie schön das immer ist. So, das heißt, dass wir da das Zelt hinmachen. Dann brauchen wir aber immer noch ein Boot. Ein Boot. Wo kriege ich hier ein Boot her? Konnte ich auch nichts auswählen, ne? Ja, bei Moby Dick gibt es ein Boot, aber die Frage ist, kann ich das ausschneiden? Kann ich mir das angucken und ausschneiden eventuell? Moment. Wie komme ich denn da? Ach, da. Hä? Ich habe es gar nicht... Moment. Habe ich das jetzt... Ich habe es aber auch nicht hier oben drin. Hä? Ich habe ein Bild davon gemacht, darf es aber nicht benutzen. Holzpuppen und das Café, wie? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Also, ich darf es auf jeden Fall nicht ausschneiden. Ja, da freut man sich doch. Wie machen wir ein Foto? Ach, da ist schon... Ach so, da ist schon eins drin. Ach, ich bin so doof. Dear Day. Oh. Darkness is everywhere around us.
and we're always running eagerly towards the light. But we don't have to be afraid. Just open your eyes and take a good look at the darkness. The place where light meets darkness is where miracles happen. Mein Foto eines Seeufers. Im See spiegelte sich damals nicht nur der blaue Himmel, sondern auch Mamas Gestalt. Eine schwache Brise trägt den Segen des Waldes zu jenen, die ihn willkommen heißen. Ist Mama hierher gekommen in dem Augenblick, wovor auch immer? Dieser Brief ist zerfleddert und der Inhalt durchaus besorgniserregend. Mein lieber Day, die Dunkelheit ist in dieser, immer rennen wir sehnsüchtig, aber wir müssen keinen, deine Augen und Dunkelheit. Wo Licht und Dunkelheit mittlerweile, wieso ist das besorgniserregend? Aber es sind nur zwei Teile. Das heißt, ich muss jetzt die anderen Teile finden, nehme ich mal an. Ach, guck mal. Hä? Was ist unter dem Service? Was da drunter ist, weiß ich. Ich sollte den Teller vorsichtig zur Seite schieben. Will er aber nicht. Den darf ich jetzt auch wieder nicht darauf setzen. Wieso war mir das nur klar? Die beiden kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Den kann ich da. Ich kann also immer auf das Kleinere sozusagen draufsetzen, ja? Wenn ich das richtig verstehe. Kann ich direkt rüberziehen? Das kann ich. Okay. Muss ich erstmal überlegen. Moment. Dass da drauf geht. So. So. Ich kann das Geschriebene kaum entziffern. Schlösser wecken in einen immer die Neugier auf das Unbekannte. Naja, nicht wirklich. Ob ich etwas finde, womit ich die Hängematte repariert bekomme? Mit dem Zeiger. Nein. Ein Seil oder so müsste ich wahrscheinlich dann finden, denke ich mal. Was ist in der Flasche? Okay. Das ist wieder irgendwelche Symbole auf jeden Fall. Mit nur einer dünnen Schnur kann man die Welt am Grund des Sees erkunden. Komm mal rein. Yay, ich habe Schuh gefangen. Oder auch nicht. Ah, Moment, den Angelhaken. Damit beißt sicher alles Mögliche an. Kann ich das Ding damit reparieren? Ich weiß nicht. Klingt ein bisschen seltsam. Andererseits muss man vielleicht nur das Ende reparieren. Das klappt so nicht. Hätte ja klappen können. Na gut, gucken wir erstmal woanders. Moment, wir haben hier noch einen Baum mit komischen Zeichen. Da sollte etwas drin sein. Was
Das kann ich in drei. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Baum was damit zu tun hat, aber... Ich weiß halt nicht, was das bedeutet. Das vorletzte soll in der Mitte sein, oder ist das wieder nur ein Zeichen davon? Das kann natürlich auch sein. Vorletzte in der Mitte. Hier steht alles drin, was man zum Überleben in der Wildnis braucht. Wie man Knoten macht. In welcher Reihenfolge man, okay, die Dinger stapeln kann. Das wäre wahrscheinlich unser Hinweis gewesen. Wie man Knoten macht, da bin ich mir nicht sicher, ob das unser Hinweis gewesen wäre. Der erste ist auch in der Mitte. Oder? Was heißt das hier? Und dann gibt es hier unten noch E5. Also E05. Moment. Ich muss jetzt erstmal... Also, der erste ist in der Mitte. Zwei, drei, dann der vierte ist in der Mitte. Und den fünften haben wir noch gar nicht. Außerdem haben wir hier E05 stehen. Kann man das ranzoomen hier? Das könnte auch ein E... E0S sein. Also da haben wir eine Kerbe. Sind da noch mehr Kerben drauf? Also wenn ich das richtig sehe, dann ist das letzte unten. Das heißt, wir bräuchten noch 2 und 3. Ich denke aber nicht, dass die so offensichtlich jetzt hier mit drin sind. Wieso kann... Jetzt kann ich nach oben gehen. Wieso konnte ich die ganze Zeit nicht nach oben gehen? Irgendwas drin? Wenn ja, dann bin ich blind. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. SLS. Da kann ich keine Kerben... Ah, Moment. Das zweite ist oben. Zweite ist oben. Und das dritte ist auch oben. Ha. Okay. Dann. So, das erste ist in der Mitte. Zweite oben. Dritte oben. Das vierte ist in der Mitte. Fünfte unten. Ah, flexibel und trotzdem fest. Sehr schön. Ich kann mir so ungefähr denken, was wir damit machen müssen. Falls uns das irgendwie hilft. Ich habe keine Ahnung, aber muss ich das vorher noch kombinieren? Nee, anscheinend nicht. Das klappt so nicht. Ja, macht doch den Knoten. Warte mal. Ach, wo habe ich das gerade gelesen? Da.
Rechte Hand, linke Hand. Rechts, rechts, links. Rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Perfekt. Ah, bringt uns doch was. Ich kenne das Geschriebene kaum mit Ziffern. Ist nicht schlimm, wir gucken uns das Ganze trotzdem mal an. Oder wir schmeißen es einfach direkt ins Feuer gleich. So, dann haben wir hier oben den Teil. Ach, da fehlt noch... Nein, da fehlt jetzt nicht nur ein Teil. Ihr könnt mich doch alle mal. Ich dachte, wir sind jetzt fertig. Stimmt, da braucht man noch einen Schlüssel für, ne? Auf dem Pergament ist ein Hinweis. Kann hier mal nichts anklicken. Fotografiere die Sterne und das Auge, kann das sein? Irgendwas mit fotografiere die Sterne. Hier ist ein Mond. Keine Ahnung. Ich kann ja nichts erkennen, wenn es jetzt darum geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Moment. Über dem Berg soll ich fotografieren. Über dem Berg. Ja, aber die Berge sind hier. Dann müsste ich ja eigentlich genau hier fotografieren. Was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Was ist das? Oh, nee, ne? Ja. Ach so, nee, ziehen. Geht das? Ja, ja. Ach so, oh, oh, Moment. Ich kann das gar nicht richtig bewegen hier. Bin ich denn jetzt? Da bin ich. Da wollte ich aber nicht hin. Das geht mir hier viel zu schnell. Ah. Da wollte ich auch nicht hin. Komm schon. Nein, geht da durch. Geht da durch. Ja, fast. Ja. Oh Gott. Der wird mir sicher noch nützen. Ja, will ich doch hoffen. Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht. Warum ich da hingucken soll. Oder fotografieren soll, oder wie auch immer. Eine Schaufel. Zum Schaufeln. Nee, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die zum Schaufeln ist. Aber wofür? Soll ich das Lagerfeuer damit ausmachen vielleicht? Ist da noch irgendwas im Lagerfeuer drin? Könnt da vielleicht, aber... Das X markiert die Stelle, heißt es doch normalerweise. Wenn der Mond am Himmel ist und die Sterne, dann soll ich zwischen den Bergen fotografieren oder sowas, nehme ich mal an. Aber was soll ich jetzt hier schaufeln? Hier ist auch gar kein richtiger Weg, so um irgendwas wegzuschaufeln.
Das ist jetzt irgendwie... Ich kann hier jetzt überall, ne? Hinziehen, wo ich will. Vielleicht soll ich ja jemanden damit erschlagen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Muss ich die da dran nehmen, oder? Fehlt die hier irgendwo? Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Auf dem Campingplatz riecht es nach verbrannter Kohle. Also da kann ich auch nichts mehr machen. Da dann wohl auch nicht mehr, wenn es fertig ist. Macht mich etwas schläfrig. Das ist ja toll. Ja, dass da ein Hinweis ist, ist mir klar. Aber was bedeutet der? Also, ich denke immer noch, dass wir irgendwo ein Foto machen sollen. Entweder ziehe ich das nicht richtig, dass ich es vielleicht kleiner machen muss. Weil da sind die Berge, aber da ist halt der Mond. Das finde ich auch so komisch. Kann ich jetzt auch keine Berge sehen? Was? Hat da eben etwas im Gras geglitzert? Ich sollte mir das genauer ansehen. Ah, hier! Hä? Ich wollte jetzt einmal rundum Fotos machen. Irgendetwas scheint da drunter zu sein. Moment, Moment. Ah. Okay. Ich will die Antwort wissen. Die Antwort worauf? Mein lieber Day, die Dunkelheit ist in dieser Welt allgegenwärtig und immer rennen wir sehnsüchtig hin zum Licht. Aber wir müssen keine Angst haben. Öffne einfach... Was denn? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wir müssen keine Angst haben. Öffne einfach deine Augen, oder was? Ich kann nicht erkennen, was das Foto zeigt. Ja, das ich auch nicht. Ich sollte schnell was suchen, wo ich mich vom Regen unterstellen kann. Bin ich denn jetzt überhaupt? Bin ich jetzt immer noch an der gleichen Stelle? Ja, ich bin doch komplett woanders, oder nicht? Was ist das für eine unscharfe Kontur? Ich sollte mir das genauer ansehen. Würde ich ja gerne, aber ich darf da nicht hin. Hallo? Oder soll ich das hiermit genauer ansehen? Ist natürlich clever, wenn man im Regen seine Kamera benutzt. Eine Digitalkamera, eine teure. Plötzlicher Regenschauer. Was ist das? Ach so. Was hat das zu bedeuten? Das ist mein Zimmer. Ist das mein Zimmer? Okay. Ich bin zurück am Ausgangspunkt meiner Reise. Heißt das, ich habe es jetzt geschafft? Das ist auch alles, glaube ich, gleich hier, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ne, das hier ist das nicht neu? Und nun? Ich möchte hier wieder raus. Hallo. Leute? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das ist immer eine sehr geile Kombi.
Moment, muss ich hier eventuell... Ah, das war das mit dem Fenster, glaube ich. Und das müsste dann... Und jetzt ist hier einer, der am Bluten ist. Oder so. Okay. 05/24, das war mein Geburtsdatum, oder? Das hatte ich jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, das war's. Verdreckter Papierfetzen. Wenn ich das lesen will, brauche ich mehr Teile. Könnte 226 heißen, aber... Oh, ich darf raus, ich darf raus. Darf ich mich jetzt auch bewegen? Oh, danke. Aber wieso... Tapete sieht geringfügig aus, was immer das heißen mag. Da ist ein Brief oder sowas hinter, aber... Ja, ich würde sie ja nur abreißen, aber das kann ich ja offenbar nicht. Hm. Morsecodes. Steht hier aber nicht drin, wo ich das drauf einstellen soll, ne? Ich höre jetzt hier auch keinen Morsecode. Hm. Mal rausgehen. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das Spiel jetzt endlich beendet haben. Aber die wollen uns weiter quälen. Ob die Symbole auf dem Schloss etwas bedeuten? Nö, die bedeuten nichts. Die sind einfach nur da. Feuer. Boah, aber in welcher Reihenfolge? Hier ist ein Tetris-Zeichen. Alter, hier ist noch ein Brief. Ist nochmal so ein Tetris-Zeichen. Da ist auch nochmal so ein Tetris-Zeichen. Das muss doch irgendein... Da auch? Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Der Strich heißt wahrscheinlich, dass das unten ist. Lang, kurz, lang? Nee. Kurz, kurz? Lang, kurz? Kann das das sein? Moment, Moment, Moment. Das ist mir jetzt zu viel zu merken, ehrlich gesagt. Also, wir haben jetzt hier einmal was mit dreien, die dunkel sind. Dann ein kurzes, was hell ist und wieder drei, die dunkel sind. So. Dann haben wir hier... ein helles und ein dunkles kurzes. Dann darunter. Ich würde jetzt sagen, ein langes dunkles und ein helles. Kurzes. Und umgekehrt. Oder sind das... Ach, Moment. Oder hat das mit diesem Geheimtresor zu tun? Das kann natürlich auch sein. Moment, hier haben wir jetzt erstmal
kurzes, dunkles, helles. Zwei kurze, helle und ein kurzes, dunkles darunter. Ich komme mir ein bisschen vor, als ob ich Tetris spielen würde. Dann haben wir hier in der Mitte das Dunkle und daneben noch ein Helles. Entweder hat das jetzt was mit den Morsezeichen zu tun, was eventuell sein könnte. Oder das hat was mit diesen Dings zu tun hier. Lang, kurz, lang. Das wäre ein Foto. Also beziehungsweise Kamera. Dann hätten wir... Entweder soll das kurz, lang, kurz heißen. Das wäre ein Stern. Weil da haben wir ja verschiedene... Oder heißt, im Moment, lang, lang haben wir nicht, ne? Wir haben nur dreimal lang. Oder? Aber das kann es auch nicht sein, weil das sind immer nur drei. Ich hätte jetzt gesagt, kurz, lang, kurz. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Das wäre der Stern. Aber das sind doch nicht nur vier Teile, die wir da eingeben müssen. Das waren doch mehr. Das wären dann vielleicht auch kurz, lang, kurz. Und dann kurz, kurz, kurz die Sonne. Nee, irgendwas kann da nicht stimmen. Also ich denke mal, das hat auch mit dem Radio zu tun hier. Regen, Blitz, Feuer, Sonne. Also laut dem wäre dann theoretisch das letzte die Sonne. Das erste die Kamera. Das zweite ein Stern, den wir hier gar nicht drin haben, glaube ich. Doch, der ist doch drin. Aber was ist 4 und 5? Hier irgendwas übersehen? Irgendwo noch so ein Zeichen übersehen. Ich meine, ich will das natürlich auch noch rauskriegen hier. Soll ich sie weggeben oder auf den Dachboden bringen? Etwas kindisch, so etwas noch im Zimmer herumstehen zu haben. Ja, kommt drauf an, ne? Ich meine, wenn es halt Erinnerungen sind und man die Erinnerungen unbedingt um jeden Preis bewahren will. Verblasste Erinnerung. Sie wurde ewig nicht mehr gewässert, ob ich sie wegschmeißen sollte. Ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, hygienisch besser. Aber... Da ist nichts drin. Ob die Symbole auf dem Schloss was bedeuten? Ja gut, so weit war ich halt schon, ne? Also, wir haben hier die gleichen Symbole. Wenn ich das richtig sehe, wie hier auf dem Zettel. Genau, mit dem Regen und das alles. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man da irgendwas
Warte mal. Nee, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Also nichts mit Tetris oder so? Oh, okay. Okay, vielleicht muss ich auch hier irgendwas einstellen. War gerade was? Nee. Oh, oh, Moment. Kurz beim ersten. Also ich glaube, Moment, dreimal kurz, das wäre die Sonne. Ich hoffe, ihr hört jetzt gerade nicht den mega lauten Wagen, der gerade vorbeifährt. Dann ist es lang, kurz, lang. Das wäre dann die Kamera. Kurz, kurz, lang wäre die Wolke. Kurz, lang, kurz wäre der Stern. Und dreimal lang wäre dann das Feuer. Also ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig verstanden habe. Ansonsten muss ich das nochmal... nochmal machen. Das ist mir jetzt mittlerweile schon gewohnt. So, Moment. Das heißt, es würde mit der Sonne anfangen. Dann die Kamera. Halt. Dann die Wolke. Dann der Stern. Und das Feuer. Alter, im doppelten Sinne. Ist das Rost hier dran? Kleines Messer, hier und da gerostet, aber noch scharf. So ein ähnliches habe ich auch mal gehabt. Die Druckerschwärze ist verwischt. Ich kann das Geschriebene nicht entziffern. Das ist aber... Ist das jetzt oben oder unten? Was ist hiermit? Nein, ich hatte gedacht, dass das hier auch noch aufgeht. Der obere Teil scheint sich öffnen zu lassen, aber ich verstehe nicht, wie. Och nein, komm, muss ich da nochmal einen neuen Code eingeben? Ach komm, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Moment, jetzt muss ich erstmal... Kann ich das zusammen... Das sieht aus. Das sieht aus, als ob das noch. Es könnte eine 2 sein. Es ist aber keine 5. Nee, 2, 3. 2, 3, 6 ist das auf jeden Fall. 2, 3, 6. Ich weiß aber nicht, ob da noch ein Teil dazukommt. Nehme ich mal an, weil, ne? Ah, Moment, Messer. Ah. Kann ich damit vielleicht? Ah. Nee, das war auch 2, 3, 6, Entschuldigung. Wir brauchen aber sowieso 4. Okay, wir brauchen 4 Ziffern.
Das sind aber nicht diese Dominosteine, oder? Das wären 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. Oder wenn man die hellen nimmt, wären das 1, 4, 3, 3. Auch nicht. Dann denke ich mal, dass das irgendwie diese 2, 3, 6 ist und ja. Wahrscheinlich irgendwas, was ich dann damit finden soll. Aber damit kann ich nichts mehr anfangen, oder? Hä, war das nicht hier? Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Hä, jetzt höre ich nichts mehr? Ja, es ist aber noch das Gleiche. Ja, das sind immer noch die gleichen. Das heißt, ich muss irgendwie an das Papier kommen. Ich vermute mal, dass ich eine neue Kombination kriege, wenn ich das da drauflegen kann. Die Frage ist nur, wie kann ich das jetzt hier öffnen? Ja, ich weiß, dass man das scheinbar irgendwie öffnen kann. Die Frage ist nur, wie, wenn man das vielleicht verkehrt herum anguckt oder so. Wir könnten... Wir könnten auch mal gucken, was das hiermit auf sich hat. Also gemäß dem Fall, dass wir vielleicht den gleichen Code, andererseits, naja, ich habe eben schon gesagt, das ist kein Code, oder? Weil ich hatte ja daneben geschrieben, was diese einzelnen Puzzleteile sind, also diese Tetris-Stücke. Ja, ja, viereckige Knöpfe. Gemäß dem Fall, wir würden das so machen, wie ich mir das aufgeschrieben hatte. Und wir würden mit der Sonne anfangen. Die Sonne war das mit den Tetris nach rechts und den dunklen in der Mitte. Dann wäre das zweite die Kamera, da der die aber hier frei hatte, müsste ich dann da die drei dunkel machen und da die drei dunkel. So, dann das nächste. Jetzt muss ich mal gucken. Der hier war frei. Das heißt, da könnte dann nur der Teil rein, wo ich nicht weiß, was das ist. Aber das hatte auf jeden Fall hier ein weißes, da ein weißes, da ein dunkles, da ein dunkles und hier oben noch ein weißes.
Das heißt, als letztes können wir dann nur noch das nehmen, wo ich eben Stern zugesagt habe. Und zwar wären das dann hier die beiden dunklen. Das ist jetzt garantiert falsch, ne? Da dunkel und da. Das ist richtig! Ey, dann ist das wirklich so eine Art Domino. 0,5, naja gut, es war 6,5, glaube ich, ne? 6,5. Dann schreibe ich die 5 unten noch auf. Okay. Ja, haben wir ja jetzt im Endeffekt schon gelöst. Kann ich aber gerne nochmal hier durcheinander bringen, genau. Kann ich gerne nochmal zusammensetzen. 2, 3, 6, 5. Wissen wir mittlerweile. Oh. Was war das? Okay. Hier kann ich es euch nochmal eben zeigen. Seht ihr das hier? Da sind nämlich immer welche, die dazwischen frei waren. Und wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, genau, das habe ich als drittes, das hier habe ich als drittes gemacht und das hier habe ich als viertes gemacht, weil ich da oben eins drüber hängen hatte und hier oben eins fehlte. Also ich habe die quasi so zusammengesetzt, dass die hier genau diese eine Reihe gebildet haben. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich konnte es euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich es ja leider hier aufge. Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Moment. Ach so, genau, zu dem hier oben. Weil ich das ja aufgezeichnet hatte. 2, 3, 6, 5. Oh, da sind die Sachen, die wir fürs Bild benutzt haben. Was wohl in dem Schrank ist. Hallo? Hallo? Jetzt bin ich wieder hier am Fahren. Ach, wir müssen jetzt alle. Ach du Schande. Okay, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Wir müssen jetzt hier alle Stationen nochmal durchgehen. Ich hoffe, das buggt jetzt nicht, weil hier unten immer noch steht, was wohl in dem Schrank ist. Oh oh. Ich habe irgendwie die Befürchtung. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ich kann auch nichts machen. Ah, jetzt ist es weg. Kamera habe ich auch hier oben, aber ich kann nicht fotografieren anscheinend. Soll ich jetzt noch mal hier gucken, ob ich hier was machen kann? Ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt aufgehangen hat. Also hier ist anscheinend drauf geschossen worden auf den Zug, so wie das aussieht. Wieso kann ich die Kamera hier nicht mehr benutzen? Ah, Moment. Ach, ich bin ja auch so blind. Ein Stern schimmert schwach auf der dunkelblauen Leinwand. Alter! Okay, nächste Station. Essen kann ich wieder nicht. Ich denke mal, alle Sachen, die wir vorher machen konnten, können wir jetzt nicht mehr machen. Das Café ist anscheinend. Also es ist ja Kriegszeit, ne? So wie es aussieht. Ja, hier hinten sieht man auch einen Panzer. Ja. Das heißt, kommen wir jetzt dem Geheimnis auf die Spur. Ach, da ist es. Was eigentlich passiert ist. Ach so, jetzt habe ich es nicht gelesen. Entschuldigung. Ja, steht das Gleiche drin. Es war wahrscheinlich ein Bombenangriff gerade. Es hat die Hunde draußen aufgeschreckt. Ach, da ist sie. Und da hat sie dann den Brief geschrieben, oder wie? Okay. Steht ja immer noch das Gleiche drin. Nun. Passt nicht, ne? Aber ich kann es auch nicht drehen.
Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, weil wenn sie jetzt einen Meteorit getroffen hätte, wir hätten dann die Sachen alle noch so unversehrt da stehen können und so. Punkt 12. Ich bin gerade von meinem Campingausflug mit Day zurückgekommen. Es ist schon lange her, dass wir uns so einen entspannten Urlaub gegönnt haben. Das Leben als Reporter ist zwar echt hektisch, aber diese Arbeit war schon immer mein Traum, also bin ich zufrieden damit, wie die Dinge sind. Ich hoffe, dass mein Sohn eines Tages genau wie ich seine Freude daran haben wird, die Welt zu erkunden. Selbst den kleinsten Dingen auf dieser Welt wohnt Schönheit inne. Ich hoffe, dass mein Sohn sich selbst immer treu bleiben wird, egal welche Schwierigkeiten er sich gegenüber sieht. Die weltpolitische Lage ist in diesen Tagen wirklich unruhig und ich war heute so beschäftigt, dass ich Days Geburtstagsparty verpasst habe. Mir blieb nichts anderes, als ihm sein Geschenk als Überraschung auf den Nachttisch zu legen, aber ich weiß, dass er es lieben wird. 6.11. Der Krieg ist nun nicht mehr abzuwenden. Was ist Krieg überhaupt? Zu keiner Zeit konnte die Menschheit eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage geben. Doch, schon. Krieg ist im Endeffekt das, was ein paar vereinzelte Mächtige unbedingt haben wollen, weil es sehr großen Profit bringt. Das kann man so sagen, würde ich mal behaupten. Also für sie Profit bringt, ne? Für alle anderen Menschen auf der Erde natürlich nicht. Licht wird aus dem Kontrast heraus geboren, aber ich möchte nicht, dass mein Sohn die Dunkelheit kennenlernt. Und ich habe das Thema immer vermieden. Aber wenn ich es ihm doch sagen müsste, dann wie? Ich weiß es immer noch nicht. Es ist nun ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Mal mit meinem Sohn zelten war. Aber wegen des Krieges haben sich das Blau des Himmels und das Grün der Natur von damals gänzlich in ein feuriges Rot und in ein Aschgrau verwandelt. Unzählige junge Menschen, die alle eine glänzende Zukunft vor sich haben, sind gezwungen, sich auf dieses grausame Schlachtfeld zu begeben, um ihr Land zu schützen. Sie sehen alle so jung aus und erinnern mich immer an Day. Die einzige Verbindung, die ich zu Day habe, ist Radio 684 AM, das zu Hause läuft. Ob Day auch gerade zuhört? 600. Ich schreibe mir das mal vorsichtshalber auf, aber ich denke, dass das das sein wird, was wir schon gehört haben. Weil wir haben ja immer noch eine Sache nicht gemacht. Früher konnte ich nie sagen, ob eine Entscheidung, die ich traf, richtig war, aber vielleicht ist es besser, nicht darüber nachzudenken. Eigentlich hatte ich Dave versprochen, heute gemeinsam Sterne gucken zu gehen. Im Gegensatz zum letzten Mal ist der Himmel heute so unglaublich klar. Kein Wölkchen ist in Sicht. Ganz sicher werden die Sterne heute Nacht hell auf uns herabscheinen. Es tut mir so leid, Day. Okay. Aber sonst kann ich nichts mehr anklicken, außer das Buch, ne? Der hat das jetzt ganz rausgerissen. Also der stand ja woanders. 684. Wie soll ich? Ach so, da unten. Wie kann ich jetzt zwischen AM und... Ja, es sind immer noch die gleichen. Oder? Moment. Nee, das sind andere. Thank you.
Moment, die letzten beiden, die habe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ist das zweimal das gleiche? Kurz. Ja, die letzten beiden sind zweimal das gleiche. Das ist ein anderer Code jetzt. Tatsächlich. Ich glaube, ich hoffe, dass ich da vielleicht doch recht hatte, dass sich da was ändert. Also die Sonne ist gleich geblieben. Nee, Quatsch. Ach so, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was das bedeutet. Oh, Moment. Ich sollte nicht so schnell sein hier. Moment, Moment, Moment. Die brauche ich jetzt einmal. Also. Ich habe da jetzt dreimal kurz. Sonne ist gleich geblieben. Dann lang. Lang, kurz, lang. Das wäre dann die Kamera, die ist auch gleich geblieben. Dann habe ich aber lang, kurz, kurz. Das ist dann der Mond. Und dann habe ich zweimal kurz, lang, kurz. Also zwei Sterne. Zwei Sterne. Okay, probieren wir das mal. Na komm. Also Sonne und Kamera ist drin geblieben. Dann habe ich einen Mond. Und zwei Sterne. Yes! Nein! Ich hasse euch! Wieso kann ich das nicht annehmen? Kann es auch nicht drehen? Ach, kommt! Ich muss doch jetzt nicht noch einen dritten... Oder muss ich das Ding jetzt wieder rausnehmen? Brauche ich das jetzt hier nicht mehr vielleicht? Ja. Das funktioniert tatsächlich. Dann denke ich, das auch noch, ne? Ah, die Nadel schwankt hin und her. Komme ich damit wieder auf den rechten Pfad? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Ja, ich muss da hinten hin. Das heißt was? Die muss ruhig sein, nehme ich mal an, oder? Muss ich jetzt den Norden finden oder muss ich jetzt die einzelnen Sachen finden, die dazugehören? Nee, ich muss den Norden finden. Alter! Okay. Hat Mama das für unser Versprechen vorbereitet? Das ist doch... Das ist nicht das, was hier hinten drauf kommt. Ach so, okay. Und nur? Kann ich da auch irgendwas machen? Foto davon machen vielleicht? Ah, nee. Ach so, das Ding vielleicht? Das passt hier nicht rein. Ah, man muss die Kamera... Verstehe. Ja, ja, sowas habe ich auch schon mal gemacht. War das alles? Muss ich hier irgendwas Spezielles finden, oder?
Oh mein Gott. Okay. Muss ich das Sternbild jetzt nachzeichnen? Ich habe aber ein Foto davon gemacht. Ne? Also zur Not kann ich das noch abzeichnen. Wo die Sterne sich gekreuzt haben, ist etwas erschienen. Nee, okay, muss ich nicht. Ich dachte schon. Oh Gott, oben scheint etwas zu fehlen. Ja, und was? Also hier drauf? Achso, Moment, kann ich den... Das meint sie damit oben wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Astrolabium. Ein astronomisches... Wir werden es nie erfahren, weil es viel zu schnell weggeht. Was war mein Geburtsdatum nochmal? Das war das Einzige, was ich nicht aufgeschrieben hatte. Scheiße. Nein. Ich habe es echt nicht aufgeschrieben. Fünfter, Zwölfter oder sowas? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann da noch mal reingehen, ne? Ah, jetzt finde ich natürlich nirgendwo mein Geburtsdatum. Ah, ich hätte es wirklich aufschreiben sollen. Eine einzige Nummer schreibst du mal nicht auf in diesen ganzen... Rätseldings hier. Das Fenster zum Sternenmeer ist da drin versteckt. Ich habe damit die Schublade geöffnet, glaube ich, aber... Ja, und hier ist der Brief jetzt auch nicht mehr drin. Welcher Tag war das dann, wo wir uns mit ihr treffen wollten? Haben wir das in den Fotos vielleicht irgendwo drin? Natürlich nicht, ne? Am 9. vielleicht? Also, ja, also 9. im Sinne von Herbst. Es war aber nicht der Tag, wo wir uns treffen wollten, oder? Scheiße, davon habe ich natürlich kein Bild gemacht. Das ist das Ganze von außen. Och, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und hier ist was mit... Kann man nicht sehen, ne? Oh, jetzt sagt mir bitte nicht, ich hätte da noch drei andere Bilder machen müssen. Das ist doch bestimmt das gewesen. Die Lösung habe ich jetzt nicht, oder was? Holzpuppen. Moment, Holzpuppen und das Café. Aber die Holzpuppen habe ich nicht fotografiert, oder? Verdammt. Holzpuppen und das Café. Also, ich nehme an, dass das Dezember sein soll. Und Holzpuppen, bedeutet das der 2. Dezember? Oder? Ich kann da jetzt nichts nachgucken. Ein Messinstrument, jetzt steht es hier aber drin. Ich meine, wir können jetzt alle Kombinationen durchgehen. Meinen Geburtstag hatten wir jetzt auch schon. Moment. Welches? Welches Sternbild war das jetzt? Oder hat das irgendwas mit dem hier zu tun? Da
Das ist so wie so ein eckiges C und ein Strich nach rechts. Keine Ahnung, ob uns das weiterhilft. Also wie so ein eckiges C könnte das sein? Strich nach rechts. Also ich vermute jetzt mal, dass es Dezember ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Es könnte auch der 12. Tag gewesen sein und dann irgendwie zweiten Monat oder sowas. Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann ja auch nirgendwo was nachgucken. Ja, wie wäre es mit einfach mal reingucken? Es wäre einfacher. Messinstrument. Tja, nichtsdestotrotz brauchen wir das Datum. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass wir da drauf kommen. Da haben wir das Ding rausgeholt. Ach, da oben hat man noch ein Buch. Moment. 2.12. Bin gerade mit vom Campingausflug zurückgekommen. 2.12. könnte es theoretisch sein. Das mit dem Krieg, ja gut, das ist nicht. Aber 2.12. ist nicht, wo sie losgegangen ist. Aber probieren wir trotzdem mal. 12.2. Nee, das wäre ja richtig. Nee, Moment. 2.12. 2.12. Tut sich nichts. Okay. Wäre jetzt auch nicht das, was ich jetzt im Kopf gehabt hätte, ehrlich gesagt. Moment, hä? Stimmt, da haben wir auch noch ein Buch. Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Scheiße, hier haben wir gar keine Daten drin stehen, ne? Fünfter 24. Das ist geil geschrieben, echt. Vielleicht soll das 24.5. heißen. Wäre dann zwar falsch rum geschrieben. Obwohl in Amerika schreiben sie das so komisch, ne? Moment, 24.5. Ne, ist der 4. Moment. Wieso ist jetzt die 25. drin? Ah! Aha! Und jetzt? Hallo? Hallo? Alles gut? Muss ich hier irgendwas... Oh. Stimmt, das ist ja alles so hell. Ah! Moment. Ein Geheimfach. Eine Socke. Ach nee, ein Stück vom Foto. Okay. Okay. Hä, aber das habe ich doch schon. Oder war das richtig, dass da noch was fehlte? Das kann natürlich auch sein. Das würde dann aber heißen. Ich kann es aber nicht beides zusammen machen. Das heißt, uns fehlt noch was, oder wie? Habe ich hier was übersehen? Hm. Kann man auch nicht umdrehen oder so? Hä, ich kann es auch nicht auseinanderziehen? Okay.
Also, wir hatten jetzt den 24.05. 24.05., das ist, wenn sie weg ist. Haben wir hier noch einen neuen? Warum ist Mama wohl zu ihrer Reise aufgebrochen? War das die Sache mit dem Krieg? Muss ich das Datum jetzt da reinmachen? Könnte natürlich sein. Hallo. 6.11. Früher konnte man nie sagen. Ich nehme an, das soll ein 6.11. sein. Was aber komisch ist, weil da ist 12.02. Ich probiere es mal mit 6.11. Funktioniert nicht. 12. auch nicht, ne? Warum ist Mama wohl zu ihrer Reise aufgebrochen? Elfter. Ich kann es nicht entziffern. Ist das absichtlich so gemacht, dass man das nicht entziffern kann, oder? Oder kann ich hier hinten? Moment. Ich glaube nicht, dass es hier hin soll. Ja, beides nicht? Beides nicht. Doch das Foto hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Warum ist sie aufgebrochen? Nicht wann, sondern warum? Ja, wegen dem Krieg. Aber wie bringt mich das meiner Antwort weiter? Also näher. Sieht auch nicht so aus, als ob hier irgendetwas ist, was uns noch weiterhilft. Tja. Bin ich jetzt ganz ehrlich, bin ich total überfragt, weil hier leuchtet nichts. Ich habe kein neues Geburtsdatum und nichts. Ach nee, der Boden leuchtet hier überall so, ne? Die Sterne verändern sich auch nicht. Kann ich hier noch irgendwas sehen vielleicht? Das ist wie so ein Z und diesen Schlingel da unten, aber das bringt mir auch nicht wirklich. Bringt mich auch nicht wirklich weiter.
Und dieses Set mit dem Schlingel finde ich auch nicht. $23,65 haben wir schon benutzt. Radio 104,9. Habe ich denn irgendwas aufgeschrieben? Ich habe sonst gar kein Datum mehr, ne? Ich habe ganz viel gezeichnet, aber... Irgendwas mit 12 habe ich noch im Kopf, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich 12.02. vielleicht. Keine Ahnung, ich war... Aua! 12.08. Schreibe ich mir mal eben auf. Was soll das denn für ein... 12.08. sagt mir jetzt gar nichts. Also die 12 sagt mir was. Ich habe ja gesagt, das habe ich irgendwie noch im Kopf. Aber 12.08. Ich hätte jetzt so 12.02. oder sowas gesagt. Okay. Noch eins. Toll, aber die kann ich ja nicht zusammensetzen. Ah, jetzt. Jetzt doch, oder was? Ernsthaft? Ugh, okay. Oh. 9.5. 9.5. Der Tag unseres Versprechens. 9.5. Nicht? Da stand 9.5. Mach mal 5.9. Okay. 5.9. Eine Sternschnuppe, so hell wie vergänglich. Is anyone there? Ich kann nicht hingehen. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Oh, thank goodness. Your flash saved me. If I'd been lost in this forest all night, I might not have lived to see the sunrise. You were taking a photo of the night sky. Are you an astronomer too? Oh, I'm sorry. I'm Nat. I've just started working at the observatory nearby. It's meteor shower season. Did you come all the way out here to take photos of the meteor shower? Ich bin hier, um die Sternschnuppen zu fotografieren. Meine Erinnerungen haben mich hergebracht. Ja. A beautiful starry sky is definitely a memorable sight. I bet whoever was with you back then is someone really important to you. Have you found the place from your memories? Das Ergebnis war eher durchwachsen, ja. Stimmt. Ich habe nur etwas Verschwommenes erwischt. Ja, das Ergebnis war eher durchwachsen. I see. As a thanks for saving my life, let me be your guide. Okay, Moment, wo ist sie? Hä? Sie ist weg.
Ja, geil. Lass mich dir den Weg zeigen. Laufen wir einfach mal allein durch den Wald. For generations, the pinnacle of human civilization has been defined by how scientists understand the universe. Die taucht doch nicht mehr auf. Wie soll ich ihr denn folgen? Die zeigt mir echt geil den Weg hier. Verloren. Ein Perspektivenwechsel. Ja, das geile Errungenschaft, ja. We study the universe because we want to know the meaning of our existence. Who are we? Where are we? And why are we here? Like we're obsessed with finding the one and only truth. But before we search for the ultimate answer, aren't there other things we want to know about the universe? Nee, ich will nichts über das Universum wissen. Ich will einfach nur wissen, wo ich entlang gehen muss. Alter, ist das dein Ernst? Also ich finde es ja schon an sich ein schönes Spiel. Aber sowas, bin ich ganz ehrlich, das nervt mich jetzt total. Bin ich das? Wow, isn't it amazing? Hey! Look over there. There are millions of stars in the sky where you can find anything you could possibly imagine. Nein, ich wollte ein Foto machen. Erinnerung an einen Sternenhimmel, ein Anblick, der sich dir fest eingeprägt hat. Tja. Frage ist, soll ich jetzt den Stern selber fotografieren irgendwie? Aua. Keine Ahnung, was soll ich machen? Hallo. Ich finde Sterne auch toll, aber... Es wäre gut, wenn ich jetzt wüsste, was ich machen soll. Habe ich jetzt zwei Sterne? Ist das normal? Ist das richtig? Keine Ahnung. Hallo? Ah! Sag mir das doch vorher. Dass ich hier mit den Sternen am Himmel malen kann. You see, those stars make up the tale of Ursa Major. But Ursa Major never looked like a bear to me. All I see is a water strider. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Keine Ahnung. When people look up at the sky with a heart full of emotions, they see stars of their own. The universe gently responds and connects the dots for you. Ah, so langsam verstehe ich, was ich hier mache. Verstehe, verstehe. In the blink of an eye, you might lose sight of your star. But that doesn't mean it's gone. You might have connected it with other stars to form something new.
Ich weiß halt nie, wann das Bild sich von selber noch vervollständigt. Ich hoffe mal, dass jetzt die Mutter zu Ende ist gleich. Those stars are the ancient Greeks Ursa Major and my little water strider. They can also be someone's dreams or even their loved ones. They're all crystal clear and true to themselves. Moment, you can search for as long as you want. The stars aren't going anywhere. Oh, right. You can have this. Schade, gibt's aber keine Errungenschaft dafür. Was denn? This is a trinket I used to pray with when I'm faced with obstacles. But I think you need it more than I do right now. Verarschen kann ich mich auch alleine. Das Sternenbild, mein ganz privater Sternenhimmel. Ein Taschenkompass, der mich wieder zurückführt. Und es sieht jetzt immer noch wie mein Zimmer aus, aber ja, offenbar ein bisschen erwachsener, würde ich jetzt mal sagen. Okay, schauen wir uns erstmal das Buch an. Wir haben ein Bild gemacht. Das sind anscheinend Briefe von ihr. Oh, sag bloß, die wird meine Freundin. Oder ist vielleicht meine Freundin jetzt. Das ist das Rätsel. Oder meine Frau. Day. Day. Ja, wo bist du? Day, we're almost at our stop. Alter, erschreck mich doch nicht so. Wo bist du? Jetzt weiß ich, warum das hier so schön und hell eingerichtet ist, weil eine Frau es eingerichtet hat. Moment, Moment. Da will ich ein Erinnerungsfoto von haben. Zack. So, keine Ahnung warum, aber... Hier kann ich nichts machen. Offenbar haben wir hier was getrunken. Ich kann aber immer noch nicht den Raum verlassen, ne? Moment. Have a good nap? You were sleeping so soundly. I was reading your mom's letters. Okay. Wieso redet die immer mit, ist sie nur in meinem Kopf? Your mom is such a gentle person. I think you two have a lot in common. You don't want to miss out on any good views on this trip. Quick, snap a few more photos before we get off. Okay, da du offenbar meine Frau bist, mache ich ein Foto von dir. Your mom saw this view too, didn't she? The best souvenirs of a trip are always the kind you can't take home with you. They only leave traces in photos and in our hearts. You were given the best present in the world. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt fotografieren soll, ne? Aber... The letters mention stories of your childhood. Is there anything different that you noticed about this train? Ob hier was ist, was anders ist? Ja, vieles ist hier anders. Wieso? Oh. Da ist auf jeden Fall was anders. Look, we're almost there. Nein, nein, wir sind nicht da. Nein, ich will doch den Hut fotografieren. So. Jetzt können wir los. Ich habe den Hut fotografiert. Muss ich mit dir noch reden? Oh, warte, du siehst gerade so hübsch aus. Moment. Das ist ein schönes Foto. Was ist, oder muss ich da drauf klicken? Nee. Mich machen. Ah, hier. Speaking of childhoods, I was raised in the countryside.
Every night, I stared at the sky and looked at the stars, always trying to see if anything had changed. But then the war broke out, and even though I lived nowhere near the battlefield, all the smoke and the sound of gunfire still scared me. Oh, don't mind my ramblings. Keep on taking those photos. Okay. Du bist das schönste Motiv, dich nehme ich. I wanted to keep looking at the stars so badly. I started studying books on the subject and eventually I became an astronomer. I've always been so curious about the sky, and that curiosity for the unknown has always driven me forward. It's pretty amazing when you think about it. Hey, guck mich doch mal an. There's still so much more to be excited about. Blöde Katze. I envy how insightful you've always been, Day. It's getting late. We should get going. Ein Foto mache ich noch. So. Ich weiß ja nicht, ob ich die voll kriegen muss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das einfach nur so. Liebe Mama, wie geht es dir? Ein flüchtiger Augenblick. Verpasse nicht die Gelegenheit. Wie? Was? Wofür? Ach so, weil ich die Vögel fotografiert habe, glaube ich. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Dich. Blödes Kaninchen. Blödes Kaninchen. Blödes Eichhörnchen meine ich natürlich. Nur die Haselnuss ist noch übrig. Ach Mann, warum ist das so schnell weg gewesen? Hey, Day. Moment, ich muss erst noch die Schmetterlinge fotografieren, bevor die weg sind. Die sind wichtiger als du. Nein, Quatsch. Einmal nochmal Großaufnahme. Zack. Ich sage, ich liebe es zu fotografieren. Es tut mir wirklich leid, dass ihr da reingezogen werdet. Sehr schön. Oh, was ist das? Das ist irgendwie das Grab meiner Mutter oder so. Könnte sein, ne? Aber sie ist nicht da. Hat sie mich jetzt hier allein gelassen? Das ist der Abspann. Kann ich hier noch irgendwas machen, weil ich jetzt hier den Mauszeiger noch habe? Aber ich denke eher, dass ich hier nichts machen kann. Ja, das war das Spiel. Ich gebe zu, es hat wesentlich länger gedauert, als ich erwartet hatte. Weil ich gucke ja immer im Vorfeld, gerade bei so Indie-Games, gucke ich dann immer im Vorfeld nochmal, wie lange so im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, die Leute, die das bisher hochgeladen haben, das Spiel gespielt haben. Und ganz ehrlich, keiner von denen kann mir weismachen, dass sie das Spiel zum ersten Mal gespielt haben und dann auch zum ersten Mal hochgeladen haben. Also von denen, die das komplette Spiel hochgeladen haben, weil da war nichts über 2 Stunden, glaube ich, was ich gesehen hatte. Kann auch 2,5 gewesen sein.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange das jetzt gedauert hat, dass ich hier am Spielen bin, aber ich würde mal so grob schätzen, ich bin locker über 3 Stunden am Spielen. Und ja, krieg gleich eins auf den Deckel, weil ich nämlich hier angegeben habe, dass ich ungefähr 2 bis 2,5 Stunden wahrscheinlich voraussichtlich brauchen werde. Ja, also ich muss sagen, die Rätsel an sich waren schon recht cool gemacht. Dadurch, dass aber das ein oder andere Rätsel doch etwas länger gedauert hat, als ich gehofft hatte und als ich eigentlich auch gedacht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das für mich gefühlt ziemlich gezogen. Und ja, ich mag es halt nicht so, wenn sich ein Spiel so zieht, weil es ist immer so ein bisschen ein negatives Gefühl. Gut, man sollte allerdings auch nie mit der Voraussetzung dann rangehen, dass man sagt, okay, das Spiel sollte für mich persönlich ungefähr so und so lange dauern, weil erstens sind wir natürlich alle unterschiedlich, also nicht jeder kommt sofort auf die Lösung, der eine übersieht das Offensichtliche, der andere sieht die Details, aber das wäre dann das Gleiche, den Rest nicht oder halt eben umgekehrt, das meine ich jetzt damit. Und ja, wir sind halt nicht alle gleich, dementsprechend dauert es unterschiedlich lange. Aber wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ich glaube es keinem, der mal eben klick, klick, klick gemacht hat, vielleicht so kurzes Zögern noch dazwischen, dass er das tatsächlich in 2 oder höchstens 2,5 Stunden geschafft hat. Das, sorry, aber das kaufe ich niemanden ab. Dementsprechend denke ich mir mal, werde ich das Spiel in Kapiteln hochladen. Muss ich mal schauen, ob ich dann eventuell die einzelnen Szenen, wo ich dann drin gewesen bin, also wie jetzt zum Beispiel das Café als einzelne Szene, hier dieses Waldstück da am See als einzelne Szene und so weiter, ob ich das jetzt so unterteile, weiß ich noch nicht, muss ich dann gucken. Ihr wisst es jetzt, weil ihr seid jetzt schon am Ende angekommen. Ich werde versuchen, das Ganze im Uncut-Channel ebenfalls hochzuladen. Da habe ich allerdings große Probleme, weil ich, wie gesagt, keine großen Dateien aktuell hochladen kann. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann sollte sich dieses Problem demnächst gelöst haben und dann werde ich das Ganze auf jeden Fall auch auf dem Uncut-Channel hochladen, sodass ihr das Ganze am Stück haben werdet. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung drin. Das heißt, wenn ihr das Ganze abonnieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Entweder in der Beschreibung nachschauen und dann den Channel öffnen oder auch ganz unten auf der Seite. Da ist auch nochmal eine Verlinkung drin und ja, dementsprechend könnt ihr da dann auch den Channel abonnieren, wenn ihr solche Sachen dann in Zukunft am Stück lieber haben wollt oder vielleicht nochmal zum Nachgucken, falls ihr das Spiel dann selber nochmal spielt, dass halt eben alles drin ist. Oder einfach ihr behaltet diese Seite oder diese Playlists und ja, da sieht ihr das Ganze dann wahrscheinlich in Kapiteln, wie ich das Ganze durchgestanden habe, also so von Raum zu Raum sozusagen. Alles in allem fand ich es aber ein ziemlich geiles Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Rätsel an sich fand ich teilweise doch ein bisschen knifflig. Vor allen Dingen dieses Rätsel am Ende mit den Sternen, mit dem Datum. Ich hatte nur noch 12 im Kopf von irgendwas, was ich mal gelesen hatte. Wobei ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher war. Aber ich wusste auch nicht, war es 12 im Sinne von Dezember, war es 12 im Sinne von Tag. Es kann der Tag gewesen sein, wo die sich treffen wollten, dass ich das irgendwie im Kopf hatte. Ich weiß es nicht. Müsste ich ehrlich gesagt meine ersten 10 dann nochmal durchgucken. Aber 12.8., also da wäre ich nie drauf gekommen von alleine. Deswegen, wenn ihr wisst, wo man diesen Hinweis finden könnte zu dem Zeitpunkt, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil ich habe absolut keine Ahnung. Das war jetzt purer Zufall, dass ich da auf den 12.8. kam, beziehungsweise Zufall eigentlich nicht, weil ich bin jedes Einzelne durchgegangen. Aber im Endeffekt war es ja Zufall, also dass ich die 12 überhaupt noch im Kopf hatte. Ansonsten ein sehr schönes Spiel. Ich liebe wirklich diese Spiele, die so gezeichnet sind und dann ein bisschen animiert sind und so weiter. Und meistens sind es ja dann auch japanische Spiele so in der Art. Aber ich finde sie vom Stil her wirklich absolute Klasse. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr die Rätsel als schwer empfunden habt, ob ihr vielleicht selber das Spiel habt und deswegen hier auf den Channel gekommen seid, weil ihr irgendwo nicht weiter wusstet oder ähnliches. Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, weil mich würde schon mal interessieren,
mit echten Spielern, also nicht denen, die das vorher schon vielleicht als Lösung hatten oder irgendwas oder vielleicht woanders mal gesehen haben oder wie auch immer, sondern die, die das zum ersten Mal spielen, so wie ich das auch gemacht habe. Ich will hier einfach die gnadenlose Erfahrung haben und diese Erfahrung kommt natürlich auch auf meinen Indie-Blog drauf. Wie ihr wisst, indiegames.blog, da findet ihr alle Berichte zu den Indie-Games, die ich bisher gespielt habe, beziehungsweise sie trudeln jetzt nach und nach ein. Ich kann natürlich nicht mehr als ein bis zwei Berichte pro Tag schreiben. Und ja, könnt ihr gerne abonnieren, natürlich auch die entsprechenden Seiten wie Twitter und so weiter, denen könnt ihr natürlich auch gerne folgen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr natürlich auch diesen Kanal gerne abonnieren. Und wie gesagt, schreibt mir eure Erfahrungen zu dem Spiel oder eure Meinungen zu dem Spiel bzw. den Rätseln in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.